So Leute, willkommen zurück zu God of War, Ghost of Sparta, hier im Kampf gegen unseren verschollenen Bruder Deimos. Was hat er überhaupt da für einen Handschuh? Ist das... Nee, das ist nicht dieser nemeische Löwe da von Herkules. Nee. Das ist irgendwie ein anderer Handschuh, sieht aber seltsam aus. Ist das dieser... Wie heißt der von Zeus nochmal, dieser... Nee, der sah auch ein bisschen anders aus, soweit ich mich erinnere. Wow, ey, hallo, Deimos. Ganz easy peasy hier. Zack. Okay. Komm schon, pack ihn. Nein, ey, hallo. Was soll das? Wieso hat der mich gepackt? Vielleicht ist Deimos gar nicht mal so ein schlaffes Bürschen, sondern... Alter, jetzt... Komm, fangen wir mit der Magie an. Er will's nicht anders. Oh, komm, triff ihn mal mit dem Schild Kratos. Okay, da kann ich ihn auf jeden Fall nicht nach oben schleudern. So, okay, gut. Da bekommen wir wieder ein bisschen Magie. Ich glaube, ich wechsle hier lieber zu den Klingen über. Die sind mir auf jeden Fall ein bisschen sicherer, da ich damit, glaube ich, ein bisschen besser rumhantieren kann. So, komm. Zieh noch ein bisschen Magie ab, beziehungsweise Leben. Zack. Okay, komm, explodiere, Deimos. Er sieht auf jeden Fall ziemlich bullig aus, ziemlich kräftig und ziemlich nach einem Typen, der uns niemals vergeben wird. Da macht sich der liebe Kratos schon so auf die Suche nach seinem verschollenen Bruder, beziehungsweise seinen entführten Bruder, und dann vergibt dieser ihm nicht einmal, beziehungsweise hat es, wie es aussieht, nicht vor. Na gut, wenn er uns so zusammenschlägt, wird er uns auch wohl kaum vergeben, der kleine Wicht. Das ist eigentlich schon der Endkampf. Na, ich hoffe mal nicht, aber es könnte durchaus der Endkampf sein, da, ja, was soll eigentlich mehr kommen? Deimos, hassen ist ein ziemlich starkes Wort, das weißt du schon, oder? Nun gut, da hat der liebe Herr der Totenwelt unseren geliebten Bruder entführt, nachdem wir ihn gefunden haben. Komm schon, Kratos, steh wieder auf. Hol ihn dir. Hol ihn dir, Junge, sehr gut. Du kannst nicht fliehen, Kratos. Oh, ach so, ja. Gehen wir mal und helfen unserem Bruder, wenn das denn überhaupt möglich ist. Ach, hier geht's lang, okay. So. Vorgetäuscht du selbst? Ist das die... Du hast keine Macht mehr über mich, Thanatos. Das Orakel hat gelogen. Ich komme, Bruder. Halte durch. Ist das die Klippe, wo sich Kratos selbst umbringen wollte? Und das Orakel Atlas hat, wer den dritten Teil gelesen, beziehungsweise gespielt hat, wohl gesehen hat,
der weiß, dass Arthas nicht gelogen hat. Ja, beruhig dich, Deimos. Komm ja schon. Jetzt hast du mich auf einmal nicht mehr, hä, Junge? So, komm, ich helfe dir mal. Ist ja unglaublich, wie du da rumhängst. Dich nicht noch einmal, Deimos. Komm, der Kampf ist noch nicht vorbei. Deimos besitzt nun die Waffen Spartas. Er wird ihn. Folge mir! Ja, jetzt bist du auf einmal der Anführer, dabei habe ich dir geholfen. Nun gut. Wie dem auch sei. Ja. Erstmal vor dem Kampf muss man sich natürlich aufheilen und vorbereiten. Das Orakel sprach vielleicht die Wahrheit. Der gezeichnete Krieger wird Auslöser der Zerstörung des Olymps. Ares fühlte schlecht an diesem Tag. Er nahm deinen Bruder. Weshalb hätte er dich ausgesucht? Nichts davon ist noch wichtig. Nichts, was du tust, folgt deinem eigenen Willen. Die Götter bestimmen mein Schicksal nicht, Thanatos! Oh, die Götter bestimmen, und die Euren sind es, die es vollenden. Du bist nichts als ein Bauer in einem Spiel, von dem du gar keine Ahnung hast. Erbärmlich. Nun ist es Zeit, Kratos. Der Anfang vom Ende. Drücken Sie nach unten, damit Deimos den Speer wirft und er kann Speere werfen, wenn seine Anzeige voll ist. Okay. Wo ist seine Anzeige? Wirf mal einen Speer. Ach so, die Anzeige. Cool, mach du mal den Kampf hier, die Anzeige ist voll. auf jeden Fall, Thanatos sieht schon ziemlich unheimlich aus, so ein bisschen zumindest, finde ich. Findet ihr nicht? Ich finde es auf jeden Fall cool, dass wir jetzt mit unserem Bruder kämpfen. Nee, aber glaubt ihr eigentlich, Athene wusste, was das Orakel genau gemeint hat? Weil es hat offensichtlich nicht gemeint, dass Deimos der gezeichnete Krieger ist. Das Orakel spricht ja immer so doppeldeutig, damit man es auch ja falsch verstehen kann. Und jetzt ist die Frage für mich, ob Athene das wusste. Wusste sie, wer mit dem gezeichneten Krieger gemeint ist? Oder war sie wirklich ahnungslos? Ich würde es ihr zutrauen, um ehrlich zu sein, dass sie es weiß. Ey! Thanatos, nicht so... Wow! Danke, Bruder! Ich übernehme, zack! Schöne Pirouette und... Das ist Teamwork vom Feinsten. Komm, schieß schon. Ah, Mist. Scheiße. Ja. Komm, Thanatos. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie... Ach, komm schon, Mann. Wie der aus Tekken 3, Mann. Diese, wie heißt der nochmal? Endlich hab ich's geschafft. Heihachi. Wenn er sich in diese dunkle Form verwandelt. So sieht er ein bisschen aus, muss ich sagen. Ist jetzt nichts Schlimmes, da Heihachi ziemlich cool aussieht, finde ich.
So, nochmal. Haben jetzt wieder drauf gehauen. Okay. Der Kampf vorhin hat mir ein bisschen besser gefallen. Hoffentlich wird es noch ein bisschen abwechslungsreicher. So, erstmal wieder schön gekontert und draufgehauen. Komm, Mist. Ja, stoß uns nicht so weg, du böser Thanatos. Ey, hoffentlich wird es ein bisschen schwer, weil bis jetzt ist das für meinen Geschmack ein bisschen zu leicht. Immer schön kontern und dann angreifen ist schön und gut, aber für meinen Geschmack echt ein bisschen zu einfach. Das hat das Spiel nicht verdient, so einen einfachen Gegner als Endgegner. Okay, es geht weiter, sehr gut, das erfreut mich. So. Daimos, los, wirf den Speer. Macht er überhaupt ein bisschen Schaden oder ist er eher so, ja, er kann irgendwas machen, aber wirklich Schaden macht das nicht. Komm, zack, sehr schön. Komm schon, Daimos, mach mal was. Okay, ach Mist. Damit kriegt er uns aber auch immer wieder. Komm, Daimos, schieß. Sehr gut. Oh. Der ist echt ein hartnäckiges Bürschchen, der Kleine. Komm schon. Also der Kampf gefällt mir an und für sich ganz gut. Ich dachte nämlich vorhin, dass er dann zu Ende ist, wenn wir ihn in dieser Form besiegt haben. Aber ich bin echt froh, dass es weitergeht. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Komm. Und jetzt befreien wir Daimos. Komm. Hallo. Endlich. So. Sehr gut, Bruder. Das machst du super duper. So. Okay, da ist er nochmal da oben. Komm, wirf deinen Speer. Ja, triff auch wenigstens Daimos. Ach nee, wieder die Form. So, schön gekontert und dann wieder draufgehauen. Bam. Nee, die Form ist echt nicht. Vielleicht macht er noch ein bisschen mehr. Komm schon. Einmal konnte ich es nicht kontern. Wow. Echt wirklich große Klasse, lieber Thanatos. Ja, wow. Den können wir auch ganz leicht ausweichen. Der trifft uns nicht mal. Und den. Ah, fuck. Konnte ich nicht kontern. Beziehungsweise konnte es schon, hab's aber nicht geschafft. So, komm. Weg mit dem Arm. Ah, endlich. Quicktime Event. Oh, da wurde der Kratos zum Super Saiyajin. Seht ihr seine blonden Haare, die nicht existieren? Wenn er Haare hätte, wären die auf jeden Fall blond. So, komm. Weg mit dir, Thanatos. Du bist echt kein Gegner. So, jetzt schnell das Quicktime-Event. Oh, armes kleines Würstchen. Du bist ein Nichts, Kratos. Musst du gerade sagen, Thanatos. Da du auf dem Boden liegst. Was? Was ist mit meinem Bruder? Ich hab's nicht verstanden. Ach, sehr schön. Dein Schicksal liegt in der Hand des Olymps. Geistschwörter. Und dein Schicksal liegt in meinen Händen. Und die sind nicht
wohlgesinnt. Er ist jetzt nicht tot, oder? Also, ich wusste ja, dass Deimos stirbt, aber so einen lächerlichen Tod? Seriously, Spiel. Also, es war klar, dass er sterben muss, weil in 32 ja nicht aufgetaucht, aber ich dachte, der Tod wird ein bisschen spektakulär. Was soll ich jetzt mit der Leiche machen? Wie komme ich ja nicht weiter? Hallo? Ach so, ich muss wahrscheinlich da nach oben gehen. Tut mir leid, Leute. Tut mir leid. So. Ab nach oben mit dem lieben Deimos. Wirft er ihn etwa die Klippe hinunter, die er selbst hinuntergesprungen ist? Oder was hat der Kratos mit ihm vor? Will er ihn zu einem Wunderheiler bringen? Will er Athena erstmal wieder ein bisschen anschreien? Wir werden es sehen. Pfad der Einsamkeit. Einsam ist der Kratos nicht, aber... Nun ja. Sein Mitbestreiter bzw. Mitreisender ist wohl nicht mehr ganz so fit. Aber wie das Spiel endet, erfahren wir erst im nächsten Part, meine lieben Freunde. Also bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.